Heute bei Grip, Matthias auf einer Mission. Die Suche nach legendären Filmautos beginnt in Hollywood. Hier findet er David Hasselhoffs Kultmobil Kit und Batmans Einsatzwagen. Außerdem das ultimative Batmobil aus dem letzten Kinofilm. Ich fahre den Tumbler! Ein Künstler hat ihn 1:1 nachgebaut. Matthias' erstes Ziel auf seiner Reise, Nate Truman. So, jetzt sind wir beim Nate angekommen. Der Typ kennt sich mit Filmautos aus. Und da steht schon der erste Knight Rider Kit. Hi Nate. Hey. Hey. Good to see you. Schön, dich kennenzulernen, hier im geheimen Headquarter. Secret Headquarters. Du hast Kit auf der Auffahrt stehen. Oh ja, das ist eines meiner Filmautos. Ich habe damals bei Universal gearbeitet. Es wurden zwar sehr viele Kits bei den Dreharbeiten kaputt gefahren, aber dieser hier hat überlebt. Und das ist wirklich original. David Hasselhoff ist damit gefahren. Das ist mein Alltagsauto. Und funktionieren auch all die Gimmicks? Kit, aufwachen. Genau, die Fernbedienung anmachen. Warst du das jetzt mit der Uhr? Ja. Habe ich selber gemacht. Also, Knight Rider ist die Hälfte meiner Jugend, habe ich vorm Fernseher verbracht und mir Knight Rider angeguckt. Kit redet mit uns. Das Licht ist da. Kannst du ihn auch wieder ausmachen? Kit, Ruhe. Unglaublich. Du kannst dich gerne reinsetzen. Kit, fahr mal die Fenster runter. Das glaube ich nicht. Also an dieser Uhr kann man alles sagen. Kann ich mal ein Kommando geben? Okay, hier drauf drücken und dann? Was soll ich ihm sagen? Kit, Trunk. Das ist unfassbar. Hier, Originalkennzeichen. Oh ja, das war ein langer Prozess, aber jetzt habe ich es. Dann können wir den Kofferraum wieder schließen. Oh, ist das David Hasselhoffs Unterschrift? Ja, das ist von Hasselhoff. Und das hier vom Designer des Filmautos. Cool. Unfassbar, wie dieses Auto von innen drin aussieht. Man kennt das ja wirklich nur aus dem Film. Dieses Lenkrad alleine, dann diese ganzen Armaturen. Das sieht aus wie im Weltraum. Wow. And is it allowed to drive? Ist das eigentlich erlaubt, mit dieser Lenkstange zu fahren? Klar. Nicht so ganz, oder? Nicht 100%ig. Aber das Gesetz schreibt einen Lenker mit ca. 40 cm Durchmesser vor. Und das Kriterium erfüllt Kit. And it is. They didn't say it had to be a circle. And the most important, also der wichtigste Knopf hier in diesem Auto ist eigentlich der für den Turbo Boost. Denn mit Hilfe dieses Knopfes konnte Kit in der Fernsehserie atemberaubende Geschwindigkeiten erzielen. Hier kommt Knight Rider. In den 80ern ist diese Serie Kult. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Gefühlte 94.000 Knöpfe hier drin. Kannst du mir das hier mal ein bisschen zeigen? Klar. Hier sind schon mal die Schlüssel. Okay, Mäusekino geht an. Wer glaubt, dass die Leuchtdioden alle nur Fassade sind, liegt falsch. Alles Wesentliche funktioniert. Drehzahlmesser, digitaler Tacho und Warnleuchten. Darüber hinaus sind in Kit auch jede Menge Blindschalter verbaut und das sogar in einer sehr ordentlichen Qualität. Kit ist kein Blender. Was explodiert jetzt hier gleich irgendwas? Ja, die Musik gehört einfach zu dem Auto. Nate, was soll ich machen? Hier piepst es irgendwie überall. Läuft schon das Selbstzerstörungsprogramm? Also Kit ist definitiv mein Highlight. Okay, alles ferngesteuert. Aber Nate hat nicht nur Kit im Vorgarten, sondern auch das Batmobil in der Garage. So, jetzt kommt mein nächstes Schätzchen.
So, jetzt kommt das Batmobil. Bist du bereit? Ja, mach auf jetzt. One back here. Unbelievable. Wahnsinn. Wow. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? So was Abgefahrenes haben die in den 60ern gebaut. Unglaublich. Insgesamt 10 Jahre hat Nate an diesem Auto gebaut. Jeder Knopf, jedes kleine Detail ist dem Original nachempfunden. Und Originalität hat für Nate einen sehr hohen Stellenwert. Fast alle Teile sind seltene Einzelstücke. Viele ungewöhnliche Teile des Autos waren vom Lincoln Futura Prototypen. Das besondere Armaturenbrett und die kuppelförmige Windschutzscheibe zum Beispiel. Der Ford-Konzern hatte damals 1 Millionen Budget für den Futura. Das hatte ich nicht und habe dann gelernt, dass man entweder 100 für eine Nachbildung oder $10,000 für das Original ausgeben kann. Ich habe die günstigere Variante gewählt. Der Futura war eine Designstudie aus den 50ern und diente Filmautobauer Dean Jeffries als Basis für das Batmobile. Ein paar Sachen sind wirklich speziell, wie diese Kamera aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie stammt von einem Bomber. Sie haben damit ihre Angriffe gefilmt. Aus dem Zweiten Weltkrieg? Die Produktionsfirma hat das in den 60ern dazu genutzt, die Flamme zu filmen, die aus dem Flammenwerfer kommt. Ich nutze sie zusätzlich als Rückfahrkamera. So habe ich immer im Blick, ob da jemand im Weg steht, wenn ich den Flammenwerfer zünde. Und sag, wie war das im Film? Wurde das Auto von einem Motor angetrieben oder von der Flamme hier? In der Show fuhr das Batmobil mit Atomenergie. Eigentlich war es aber ein ganz normales Auto wie das hier. Für die Straßenzulassung war der Flammenwerfer eine ziemliche Herausforderung. Ich habe meine Kumpels bei der Polizei gefragt. Entweder hätte ich einen richtigen Flammenwerfer einbauen können, das ist aber illegal. Die andere Möglichkeit ist eine Propangasflasche. Sie haben nachgeschaut und gesagt, davon steht hier nichts im Gesetz. Okay, Nate, machen wir eine kleine Ausfahrt? Eine Spritztour? Ja. Da drüben ist dein Platz. Okay. Ja, meins ernst. Beifahrersitz ist angesagt. Na gut. Fürs Erste nur der Beifahrersitz. Aber Sie kennen Matthias. Das wird sich in wenigen Minuten ändern. Und unter der Haube des gut 6 Meter langen Zweisitzers arbeitet kein Atomantrieb, dafür ein ehrlicher V8. Aber eines steht fest. Nates Batmobil fährt und es ist nicht nur Fassade. Nate, weißt du was? Ich finde, du bist ziemlich verrückt. Also positiv verrückt natürlich. Noch verrückter als Nate sind aber seine Fans. Auf der Autobahn kann das sogar richtig gefährlich werden. Meine größte Angst ist es, einen Unfall zu verursachen, weil die anderen ständig Fotos machen. Und dann komisch rumfahren. Richtig. Manche machen Vollbremsungen und ich denke mir nur, fahr bitte weiter. Alle schauen nur zu mir. Ich bin der Einzige, der nach vorne schaut. Es geht weiter in Richtung Hollywood. Dieses extreme Auto erregt so viel Aufsehen wie kein anderes in der Geschichte von Grip. Menschenaufläufe, jeder will ein Foto machen. Für Nate war das mit ein Grund, dieses Auto zu bauen. Die Leute bewundern ihn für sein Batmobil und das gefällt ihm. Wo Nate und sein Schlitten auftauchen, sind alle Regeln außer Kraft gesetzt. Ein kleines Beispiel gefällig? Das, was jetzt kommt, hat sich noch keiner auf dem Hollywood Boulevard getraut. Das ist jetzt mal richtig Show hier. Also Gas kommt schon raus. Vielleicht sollten wir ein bisschen Abstand nehmen. Man hört es, glaube ich. Die Zündung des Flammenwerfers folgt manuell. Ich soll die Scheiße auch noch anzünden. Feuer! Extremer geht's nicht. Matthias nutzt die Gunst der Stunde, um vielleicht doch noch mal hinters Steuer zu gelangen. Nate, kann ich jetzt mal bitte fahren? Jetzt habe ich ihn endlich überredet. Jetzt, wo die Karre gebrannt hat. Geschafft. Matthias sitzt hinterm Steuer des Batmobils.
Auf Los Angeles Straßen ist die Hölle los. Ob Männlein oder Weiblein, alle sind aus dem Häuschen. Mehr Show geht nicht. Mehr Aufmerksamkeit schon gar nicht. Schöne Mädels geben uns kostenlose Drinks. Gefällt mir. Hollywood steht Kopf. Auf dem Boulevard geht fast nichts mehr. Woo! Nice! Nice Batmobile! This is the shit! Genug Fotos, genug Bling-Bling. Matthias und Nate sind wieder auf dem Freeway unterwegs. Wir sitzen ja wirklich oft in Autos, die wirklich geil sind und wo die Leute denken, wow, mit keinem dieser Autos bin ich so oft fotografiert worden. Ich meine, jeder hat sein Fotoapparat oder sein Handy rausgeholt und gesagt, piep, piep, may I take a photo? Also das ist schon wirklich ein Aufrissauto Nummer 1. Nate, nochmal vielen Dank, dass ich dein Auto fahren durfte. Drive your car. Kein Problem. Das war eine der extremsten Erfahrungen auf vier Rädern für mich. Wow. Das freut mich. Diese Mission ist erfüllt. Grip setzt aber noch einen drauf. 3000 Kilometer nordöstlich hat Matthias eine weitere, ganz besondere Verabredung. Denn in Chicago soll angeblich das brutalste aller Batmobile stehen. Der Tumbler. Ein Künstler namens Bob Dullum hat sich dieses Monster 1:1 nachgebaut. Auch er behauptet, dass es problemlos fahre. Matthias macht sich auf die Suche und wird fündig. Das ist der Wahnsinn auf vier Rädern. Auf vier Hinterrädern, um genau zu sein. Fast 5 Jahre hat es gedauert, bis Bob das Auto fertig hatte. Und auch hier, es scheint kein Blender zu sein, sondern ein detailliertes 1:1 Abbild des originalen Filmautos. Hallo Bob. Hey Bob. Hi, how are you? Du musst komplett verrückt sein. Ja, stimmt. So ein Gefährt in Handarbeit zu bauen. Ich habe mir auch einen neuen Hut gebaut. Ich habe ja keine Haare, da sieht das doch ziemlich cool aus. Er besteht aus 138 Einzelteilen. 138 How did you do that? Wie hast du das gemacht? Er sieht ja genauso aus wie im Film. Ich habe mir nur den Film angeschaut und Fotos genau analysiert. Aber ohne Baupläne, alles rein visuell. Ich weiß es noch ganz genau. Es war der 1. Januar 2005. Dann habe ich erst mal 4 Monate darüber nachgedacht, wie ich dieses Ding bauen kann. Ich habe mir Fotos im Internet angeschaut und immer wieder gedacht, wie kriege ich das hin? Dann bei den verschiedenen Etappen beim Bau des Tumblers wusste ich manchmal nicht, wie ich weitermachen sollte. Das wiederholte sich bei jedem Level. Was kommt als nächstes? Und nach einer Menge Probleme war dann irgendwann fertig. Und wo hast du es gebaut? Hier hinten in der Doppelgarage. Die ist leider ziemlich unaufgeräumt. Ich habe das Auto mit gerade mal 6 Elektrowerkzeugen gebaut. Du hast dieses Monster da drin gebaut. Ja, genau. Mit deinen eigenen Händen. So ist es. Das ist krank. Okay, da sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa. So sah es auch in meiner Garage aus, als ich immer an meinem Roller geschraubt habe. Zeig mal, was du hier so hast. Also die Werkzeuge, die ich im Wesentlichen verwendet habe, sind zum einen diese Standbohrmaschine und das Schweißgerät hier. Und was ist das da für ein Riesenteil? Das ist ein Ofen. Ich habe sozusagen den ganzen Tumbler darin gebacken. Ich benutze den Ofen dafür, die Karosserieteile herzustellen. Sie sind aus Epoxidharz und werden bei 250 Grad hier reingesteckt. Mit jedem erneuten Erhitzen werden sie härter und härter. Also das ist echt Wahnsinn, dass er das da in seiner Doppelgarage zusammengeschraubt hat, aber er hat es halt getan. Wenn man bedenkt, dass Hollywood
beschäftigt 200 Leute für so ein Auto. Die bauen dann 4 oder 5 verschiedene Autos und jeweils nur für eine Szene. Und dieses Auto kann dann auch nur eine Sache. Also es kann dann nur eine Kurve fahren oder es kann nur geradeaus fahren oder es kann nur Knöpfchen drücken. Bobs Auto kann alles gleichzeitig und alles in einem Auto. Also es ist echt eine Leistung, so ein Ding auf die Beine zu stellen. Der Ausblick aus dieser Garage ist der schönste, den ich je gesehen habe. Das ist wirklich ein sehr schöner Anblick aus der Garage raus. Der Tumbler ist eine komplette Eigenkonstruktion. Der Rahmen, die Karosserieteile, der Antrieb. Bob hat alles selber geplant und gebaut. Der Innenraum ist auf das Wesentliche beschränkt. Ein Rennsitz, ein Automatikwählhebel und ein Flugzeugknüppel zum Lenken. Die gesamte Elektronik hat Bob eigenhändig verkabelt. Angetrieben wird der Tumbler von einem 450 PS starken V8 Rennmotor mit 5,7 Litern Hubraum. Ich stehe total auf das Design. Es hat gar nicht mal so viel mit Batman zu tun, eher mit dem Military Look. Ich mag einfach den Style. Dieses Raue, dieses Brutale. Das ist kein Glamour-Auto. Es sieht einfach nur sehr kraftvoll aus. Die Kenntnisse, die Bob zum Bau eines solchen Fahrzeugs braucht, sind immens und allumfassend. Und Bob, was bist du vom Beruf? Bist du Mechaniker oder was? Anything I need to be. Ich bin immer das, was ich gerade sein muss. Mechaniker, Motorspezialist oder auch Künstler. Je nachdem, wie die Anforderungen sind, um den Job zu erledigen. Der große Moment. Matthias darf den Tumbler fahren. Aber schon das Einsteigen ist alles andere als normal. Also, man steigt hier auf wie auf ein Pferd. Reiten ist ja meine zweite Leidenschaft. Okay. Ich glaube, Batman hat das irgendwie ein bisschen eleganter hingekriegt als ich. Oh Gott, wie eng ist das denn hier? Okay, Bob, wo ist denn hier die Zündung? Hier hinter dir. Einfach das hier hochklappen und dann drücken. Läuft, der Kollege, würde ich sagen. Das ist echt unglaublich, weil wenn man das von außen sieht, das Gerät, dann denkst du so, ja, okay, das ist irgendwie so ein bisschen zusammengeschustert, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist alles sehr solide. Der V8 läuft und hört sich sehr gut an, finde ich. Und würde jetzt gerne bitte mal die Automatik-Wählhebel auf D stellen. Okay, Schulterblick entfällt, weil man sieht eh nichts. Ja. Ja. You're much better. Oh. Oh, we stopped. Oh, abgestorben. Stop it. Ja. Das war eine Fehlzündung, oder? Ja, aber es geht gleich weiter. Okay, ready? Der Motor mag es nicht, wenn man zu wenig Gas gibt. Engine. Yeah, okay. Go ahead. Tatsächlich. Das Monster bewegt sich. Ich fahre den Tumbler! Das ist kein Job für Weicheier. Denn einen Bremskraftverstärker gibt es nicht. Und die Übersichtlichkeit geht gegen Null. Bob erinnert sich noch allzu gut an den schönsten Moment beim Bau seines Babys. Das allererste Mal, als ich meinen Fuß auf die Bremse gestellt habe, den Gang eingelegt habe und dann gefühlt habe, dass sich das Ding bewegt. Wow, ich bewege mich, dachte ich. Seit 4 Jahren arbeitete ich bereits daran und war nicht sicher, ob sich das Fahrzeug überhaupt irgendwann mal bewegt. Aber als ich den ersten Gang angelegt habe, merkte ich, dass sich was tut. Ich fahre. Ich habe einen Tumbler und ich fahre mit ihm, dachte ich. Ich bin nur zum Briefkasten und wieder hochgefahren, aber das war ein Riesenmoment. Ich habe mir dann erstmal einen Sixpack Bier gekauft und ihn vernichtet. Eine besondere Herausforderung beim Fahren des Tumblers ist Bobs Lenkkonstruktion. Hier braucht man richtig Kraft. Nach links, nach links. Und nicht aufs Gras fahren. Also das ist definitiv das am schwierigsten zu fahrende Fahrzeug, was Herr Malmö je gefahren ist. Die
dieser Tumbler fährt so, wie er aussieht. Nämlich total krank. Dieses Lenkrad, wo nur diese zwei Pinne dran sind, die Knie waren ungefähr hier oben. Und das Lenkrad hat immer an den Knien entlang geschliffen. Es war sehr schwer zu fahren, aber es ging. Und was cool ist, ist wirklich diese Power, dieser Sound. Auch diese Mission ist erfüllt. Matthias fährt den Tumbler, das ultimative Batmobil. Okay, Bob, das war echt ein absolut genialer Tag. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Dass ich dein Baby fahren durfte. Du hast den Test bestanden. Jetzt bist du offiziell im Batman Club. Batman. Thank you very much. Yes! Nice!